Okay, let's go. Oh, hier ist das Internet aber ziemlich gut, du. Boah, hier ist ja wieder alles voll. Alarm! Oder hat aber jemand keine Zeit verschwendet? Holy moly. Erstmal Sven. Aber das können wir doch sogar ziemlich gut rausfinden jetzt. Peter war O2 oben rechts. Ja, wer stand alles O2 oben rechts? Peter. Peter, ich glaub, andere du, Frage, oder? Andere Frage. Wer ich stand nicht. Alles gerade bei Navigation? Weil da waren fünf Leute oder so. Ich bin von O2 bin ich zu Navigation gelaufen. Ja, also Navigation waren auf jeden Fall ich. Peter habe ich gesehen, Mike glaube ich. Auch. Ja. Ich habe euch am Anfang gar nicht gesehen, weil ich glaube ich der Erste war, der das Ding auf hatte und dann seid ihr alle gekommen. Okay, und wer hat noch links ausgemacht? Weil dann ist der ja auch, dann fällt der ja auch noch weg. Wer hat links O2 ausgemacht? Wo ist denn die Leiche? Wer hat links O2 ausgemacht? Ja, wahrscheinlich Sven dann. Keine Ahnung. Kurze Zwischenfrage. Erkennt man, ohne die Map zu öffnen oder keine Ahnung, direkt, ob das O2 oder der Reaktor ist? Weil ich dachte von den Pfeilen her, dass das eher der Reaktor ist. Deswegen bin ich nicht bei Navigation da direkt rüber. Du kannst oben links die Task öffnen mit dem Pfeil raus. Und dann steht da oder genau was. Aber, okay, okay. Aber können wir noch mal kurz rausfinden, wer alles auf der rechten Seite war? Weil der Mord wurde nach dem Alarm links begangen. Also ich und Peter habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich war auch da. Ich war alleine. Ich hoffe, ihr habt mich da irgendwie gesehen, weil ich halt auch da die vorbei. Tasten eingegeben habe. Es waren halt so viele Leute. Ich habe Ray, Peter, Maxi habe ich auch gesehen, ja. Aber ich glaube, da waren noch mehr. Also es dürft nicht viel. Ray, glaube ich, oder? Ray, wo warst ja, du? Ich war bei Navigation, da habe ich irgendwie was ausrichten müssen, keine Ahnung. Ich auch. Ja, also Nils, aber nicht Nils und Jay, das weiß keiner, wo die sind. Nils, doch, doch, ich war Navigation. Ich war rechts. Ich war in die Navigation. Ich war alleine. Ja, und du, Dalu halt, ne? Also du kannst es natürlich auch sagen. Nein, Dalu war doch auch oben rechts, oder? Ich hätte Peter und Dalu gesehen. So schnell bist du darüber? Das Einzige, was mich verwehrt hat, ist, bevor der Alert mit O2 anging, war Peter schon an der Station, wo er das definiert. Nee, ich stand eigentlich daneben. Kalle, Nils, Max sind theoretisch. Kalle, Dadosch, Max, Nils. Kalle, Dadosch, Nils, ne? Alles klar. Danke. Hä? Nein, ich war rechts bei Navigation. Kalle, wir haben dich. Gib auf. Leute, ich war bei Navigation. Ja, geil, Alter. Ich flieg jetzt erstmal raus und hab nichts gemacht. Gut. Gucken wir mal, dass wir den hier ausmachen. Hier ist Ray und Dalu. Und Peter. Oh, Peter war aber ganz schön. The fuck, wie geil sind denn die Minigames? Maxi. Dead Body Dalu. Holy shit. Wo lag die Leiche denn? Wo lagst du denn? Du hast sie bekommen. Das war crazy. Fuck. Der ist mir aus dem Admin entgegengekommen. Scheiße, ich hab das nicht mehr. Also, er lag Admin. Ich glaube, Maxi war in der Nähe, ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Die Leiche lag so. Also, ich bin an der Leiche vorbeigelaufen, hab erstmal in Ruhe geswiped, weil man nur wirklich das kleine Fitzelchen von Dalus Rücken sehen konnte. Aber das ist weil die so hinterm Tisch lag. Mir ist das nur aufgefallen, weil ein Report bei mir aufploppte. Ah, ja, okay. Ich so, hä, wieso kann ich jetzt Report? Ja, das ist drücken? Bei mir auch gerade aufgeploppt. Das war mega crazy. Genau, also, Jay, wir haben ja gerade beide die Kabel oben links in Storage gemacht. Du bist so hochgegangen wieder direkt danach, ne? Ich bin runtergegangen und mir ist gerade Nils entgegengekommen. Also von unten von Shields. Storage? Was ist Storage? Warst du nicht gerade der große Raum mit den ganzen Kisten? Das ist in der Mitte quasi der Verbindungsraum zwischen Communication. Ja, genau. Da bin ich nicht hergekommen. Warst du nicht an den Kabel? Doch, da bin ich hergekommen. Doch, da bist du hergekommen. Ich habe nicht da irgendwelche Kabel gemacht. Kabel habe ich nicht gemacht. Okay, also was habe ich nicht gemacht? Du warst ja eben in Elektro bei mir. Ich war in Elektro, wer ist dir genau. Runter, okay. Wer ist dir entgegengekommen, Jay, aus dem Admin-Raum? Ja, Alter, Maxi war da. Welche Farbe? Wie gesagt, ja, ich war da direkt am Kabel. Vielleicht war es gelb. Es muss aber, glaube ich, jemand sein, der dann in die Cafeteria hoch ist, also weil ich bin gerade Admin rein vielleicht? Und mir ist keiner entgeben gekommen. Also ich habe Kalle kann ich saven, glaube ich noch Elektro, das. Oder? Also ich wüsste nicht genau, ob es zeitlich gepasst hat, aber ich habe Kalle auf jeden Fall Elektro gesehen, oder wir haben es gegenseitig, hoffentlich. Ja. Ich hatte drei Tasten. Kalle hätte mich auch in Elektro unten links. Kalle hätte mich gerade in Elektro killen können, ich bin sehr froh, dass er es nicht getan hat. Also Kalle hat auf jeden Fall gerade die Tank, diese Füllaufgabe da gemacht, ja, genau. Unten in Storage. Also Maxi oder Raisins aus meiner Sicht. Nils und ich waren unten rechts. Nee, ich bin gerade, hab den Download, ich wollte jetzt gerade zum Upload und bin halt zielstrebig dahin, weil das glaube ich immer im Admin ist, oder? Also so kommt es mir rüber. Und dann habe ich auch noch gerade gesehen, dass der Report ist. Und da kam auch schon der Report. Also ich bin wieder mal komplett blind gewesen. Also Jay kann es natürlich auch selbst gewesen sein, das steht fest. Ja. Also ne, Jay könnte auch das war dann aber gut sein. Gespielt mit dem Report. Also naja. Habe ich gerade schon wieder schauen. GZSZ hat angefragt. Ich habe keine Möglichkeit daran mitzuwirken gerade.
Hab nicht gesehen. Ray ist halt sehr, sehr oft bei mir, ne? Muss man einfach mal sagen. Peter ist hier. Alles klar. Fuck! Alarm! Scheiße! Ist das zweite Mal das? Okay, was ist passiert? Kalle war es nicht, Dadosch war es nicht. Die waren nämlich gerade bei Koms. Ich bin gerade reingegangen, da kam wieder das Report auf Flagge, der ist gerade oben hin abgehauen. Okay, also könnt, Dadosch und Kalle sind safe. Könnt ihr euch irgendwie anders confirmen, Peter, Maxi, Mike und Ray? Ich bin links oben gewesen, ich habe keine Sau gesehen. Zwischen Shield und Navigation, Dadosch mir gerade entgegen. Yes, ich habe Maxi gesehen. Okay, Maxi ist es nicht. Mike, Ray, Peter. Also ich bin andersweitig ein bisschen verwirrt. Kann man das irgendwie sabotieren, dass die Tasks nicht mehr gehen? Ja, genau, irgendwie den Upload irgendwie. Ja, ich habe die Comps gerade gemacht. Ja, das war also gerade eine Sabotage. Ich möchte noch mal kurz sagen, Mike hat eben gesagt, dass er mich im Augenwinkel bei dem Refielding gesehen hat. Problem ist dabei nur, oder wer war das? Nee, ich hab dich gesehen, Entschuldigung, ich kann deine Stimme gar nicht zuordnen. Ray, okay, wenn du das gesagt hast, weil ich hab dich nämlich gar nicht gesehen, überhaupt Ich bin oben rum. Ja, ich laufe die ganze Zeit alleine rum, ich denke auch die ganze Zeit, ich kann mich ja nie proven dadurch. Aber was ich noch sagen wollte, wo wurde denn die Leiche gefunden, das würde mich interessieren. Ja, das stimmt. Weil Nils habe ich noch am Anfang der Runde gesehen, bei den Kisten unten links. Also Story. Er ist gerade hochgerannt, so eine Scheiße, Mann, ich habe nur die Füße gesehen. Und dann Wer war denn jetzt gerade noch in Communications unten gerade als letztes? Ich war da drin. Dadosch und Kalle. Genau, ja. Und genau, dann kam Kalle war noch drin, okay, gut. Ja. Also, wir müssen jetzt mal sagen, das müssen wir jetzt einfach mal so. Gerade passiert. Also ja, es müssten Mike und Ray, einer von. Genau. Also, ich weiß nicht. Peter, also ich weiß nicht. Ich kann niemanden confirmen, das ist das Problem. Ray ist ein Metzger. Ich hatte gerade schon Ray und Maxi auf der Dingensliste. Also könnte es Ray sein. Darf man jetzt voten? Man sollte jetzt nicht voten. Man sollte eigentlich nicht voten. Eigentlich nicht. Okay, also Ray ist verdächtig nicht. Und ihr solltet das sehr verdächtig sein. Ja, ich laufe jetzt mit denen rum und prüfe mich, oder Maxi. Wie? Und ich natürlich wie immer auch, weil also ich ja wieder zwei Leichen gefunden habe. Ne, bei dem Ray. Möchte ich auch noch mal sagen. Aber ich bin guter. Das Ding ist halt, wenn man das mal beobachtet, dann merkt man immer, wenn, also bei Dadosh merkst du, wenn der Imposter ist, ist der super leise. Und sonst ist er immer argumentativ sehr, sehr stark. Und alle anderen drehen halt auch immer super auf. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die drehen immer so charakterlich, drehen die richtig auf. Peter zum Beispiel ist sehr ruhig, sagt dann aber trotzdem mehr. Und Jay geht gerade ja richtig ab. Oh, Peter nimmt Kalle. Dass das keiner mitkriegt, ey. Ich glaube, Kalle ist tot, Kalle, oder? Ja, Kalle lag tot. Und Jay auch. Jay ist auch tot. Holy shit. Es war ein Doppelkill. Okay, dann sind noch beide Imposter da. Das heißt, wenn... Oder Ray, wie? Nee. Ray, wir kamen gerade zusammen in Lower Engines. Du warst ja ziemlich lange extra, in der Ich bin extra bei dir so ein bisschen geblieben, weil ich gedacht habe, ey, was? Ich glaube, Peter. Nee, Jay, wer hat denn jetzt. Kann ich sagen, ich habe nämlich auch den Körper. Ich konnte auch reporten, habe den Körper aber nicht gesehen. Ja. Und Mike war noch electrical. Mike war noch electrical. Okay. Ist gerade noch jemand oben rechts zufällig? Gerade beim. Bin ich gerade hinrennen zum Fixen. Was zum Fixen? Also, ich bin gerade Cafeteria. Gerade ist doch irgendwas angesprungen oben rechts zum Fixen, oder nicht? Bei mir ist was aufgekommen. Also gerade ist was an. Ja, aber gerade, also es war gerade Alarm da, aber dann wurde ja instant reported, also. Okay. Also das war nur gerade. Okay, ihr seid alle Mörder? Ja, wir bringen uns alle um. Wer hat denn kein Alibi? Also ich habe kein Alibi, ich habe keinen gesehen. Dadosh und Peter haben gerade auf meiner Sicht kein aufdreht. Alibi. Aber ich glaube es nicht, weil Ray oder Mike, einer von den beiden müsste wie es auch gewesen aufdreht. Sein. Ansonsten haut das nicht hin. Wie Peter also entweder sind Dadosh und Peter ich bin ja, ist, aber ich das bin jetzt ist, ich würde sagen, die ganze Zeit bei dir gewesen. Ich kann ja den Kill gar nicht gemacht haben. War die ganze Zeit bei dir? Sehr ja, lange, ja. Okay, dann also ich bin sogar extra wieder zurückgelaufen, um dass es wieder nicht so den Anschein hat, hey, ich bin da ganz alleine. Und also ich stand da gerade 10 Minuten im Electrical und habe versucht, hier eine Aufgabe zu machen, wo sich diese Dinger drehen. Nee, okay, ja, Mike war auch die ganze Zeit da. Ray, wir standen schon eine ganze Weile in Electrical und Mike kam erst dazu. Ja, ich weiß nicht von Mike und Peter dann. Er könnte von Engines gekommen sein, Lower Engines. Ja, Mike und Peter. Nee. Ich würde fast sogar eher Mike sagen, gerade auf jeden Fall. Nee, ich hab gar nichts. Ja, wir müssen jemanden voten. Das war ein Double Kill auf jeden Fall. Ja, komm, dann Mike, komm. Scheiße. Sorry, Mike. Leute, ja, was? Sorry, ich weiß nicht und Maxi auch nicht. Ihr seid so gemein. Ich hab gar nichts gemacht.
ist doch. Fuck. Oh mein krass, wen hab ich denn da kurz vorher gesehen? Ey, Leute, wenn Dadosch nicht diskutiert hat, ist Dadosch Imposter! Und ich stehe noch neben Dadosch auf Punkt 2 und denke mir so, wie macht der das nicht? Beide Kills stand ich halt legit irgendwie 3 Meter neben dir. Ey, ich hab ohne Scheiß halt auch nicht gesehen. Echt sehr, sehr schwer, sich zu verteidigen, wenn Jay jedes Mal reportet und erstmal 40 Sekunden schreit, oh mein Gott, ich hab irgendwas gesehen. Und ich so, ich will grad sagen, dass das nicht sein kann. Und irgendwann schmeißen mich die Leute raus. Als Peter Moment, aber da war ja schon eine da hätten wir, also das Problem war, also eigentlich hätten wir da schon Peter, weil das Problem ist, waren bei kein Alibi, wir waren eigentlich zu dritt. Ja, aber stimmt. So ich musste mich ja auch irgendwie schützen, weil ich hier die ganze Zeit am Reporten bin. Schießt er ja immer auf alle, war der Verdächtigste von allen. Ah, hier ist wieder eine Leiche. Und ja, das ist auch eine Scheiße. Okay, irgendwie muss ich ja dann direkt das sagen. Ja, das ist halt super, also ich hab halt Peters Füße nur gesehen. Das ist halt, weil man halt als Crewmate sieht. In dem Mord davor hast du ihm noch die Hand gegeben, als er rausgelaufen ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich muss mir die Aufnahme mal genau ansehen. Ich glaube nämlich, Jay war schon im Raum drin, als ich dich gekillt habe. Ja, aber du bist ja trotzdem an ihm vorbeigelaufen. Ich glaube, das Problem ist halt einfach ich glaube, der war schon im Raum drin. Kann sein, dass ich da die Aufnahme gemacht habe. Gekillt und bin wieder raus. Also ich bin nicht aneinander vorbeigelaufen. Also bei meinem Kill haben Peter und Jay sich angeguckt. Die standen halt ineinander drin. Und ich so, was, warum denn jetzt die beiden auf einmal? Die telefonieren doch nebenbei. Die wollte ich eine Imposter-Runde haben für eine Aufnahme. Letzte Runde, ja, Mike war nirgendwo. Also muss es Mike eigentlich gewesen sein? Ich hab überhaupt keinen Verdacht auf mich. Ja, okay, dann kicken wir an Mike. Ja, fand ich gut, ja, die Entscheidung. Ich bin scheinbar komplett blind und unfähig. Good job, Dadosch. Ja, GG. Ja, moin. Wir sind am Ende angekommen. Du hast es geschafft, dir alle Folgen reinzuziehen. Du hast dir quasi dieses Desaster aus meiner Perspektive angeschaut. Was an vielen Stellen wirklich ein Desaster war. Aber es war super witzig. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen, an manchen Stellen. Aber ich glaube, das habt ihr auch zwischendurch gesehen. Ich freue mich echt auf die nächste Session. Falls ihr jetzt noch nicht genug habt und eventuell noch ein bisschen mehr schauen wollt, könnt ihr euch unten gerne die anderen Perspektiven reinziehen bei den anderen, denn die Links sind in der Videobeschreibung drin. Und ich sag Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, Feedback unten dalassen, eure schönsten Momente. Ich lese mir das gerne durch und würde mich natürlich sehr freuen über, ja, eure, wie soll ich sagen, emotionale Teilnahme an dem Ganzen. Dankeschön übrigens auch an den Cutter, der das für euch aufbereitet hat. Schöne Grüße auch an dich, du wundervoller Mensch. Und ich wünsche euch was. Lasst euch gut gehen. Bis den Dansen. Tschüss.